Vor 100 Jahren ist die Automarke Chevrolet vom Schweizer Louis Chevrolet gegründet worden. Und zum runden Jubiläum gibt es beim Autosalon gleich drei Premieren zu feiern. Die der Schrägheck-Limousine Cruze, die der Stufenheck-Variante des Aveo und dazu das Cabrio der Sportwagen-Ikone Camaro. Das alles passenderweise in Genf in der Schweiz. Der Cruze ist als Stufenhecklimousine seit 2009 auf dem Markt. Im vergangenen Jahr war er das weltweit meistverkaufte Pkw-Modell der Marke. In Europa konnte er die Absatzerwartungen sogar deutlich übertreffen. Da in der Kompaktklasse Autos mit Fließheck besonders gefragt sind, geht man bei Chevrolet davon aus, dass das neue Cruze-Modell den Erfolg weiter ausbauen kann. Er soll durch seine sehr gute Straßenlage begeistern, was durch eine sehr steife Karosserie und fein abgestimmte Chassiskomponenten erreicht worden ist. Die Weltpremiere des Chevrolet Cruze ist für uns von ganz großer Bedeutung. Vor allem in Deutschland spielt die Musik im Kompaktsegment. Und wir sind besonders stolz, dass wir jetzt auch in Deutschland ein vernünftiges Angebot für unsere Kunden haben. Wir bieten diesen Wagen mit zwei Benzinmotoren an, einem 1,6er und einem 1,8er Benziner und mit zwei Dieselvarianten. Und wir versprechen uns sehr viel von diesem Fahrzeug. Es ist Bestandteil unserer Wachstumsstrategie in Deutschland. Bis der neue Fünftürer mit Fließheck bei den Händlern steht, dauert es noch ein wenig. Mitte 2011 ist Verkaufsstart.